Die Auflösung, es ist Bombe. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wir dürfen verteidigen. Bombe verteidigen. Hab schon lange nicht mehr Grabschwau gespielt. Dann kann ich mir noch etwas die Karte anschauen. Zwei Kontaktgranaten, zweimal Stacheldraht und einmal C4. Uns laden noch drei, beim Gegner noch einer. Aber Hauptsache sind alle vollständig. Da waren es nur noch zwei. Nicht, dass noch einer von denen geht. Weil deren Spiel gerade nicht funktioniert. Schwarzbild. Nicht direkt abstürzen, sondern einfach im Schwarzbild hängen bleiben. Das hatte ich auch schon. Ist aber wirklich schon sehr lange her. Das ist ganz gerne passiert, wenn man gerade einer Partie beigetreten ist, die schon lief, also angeknabbert. Da ist das gerne mal vorgekommen. Was ist das denn für eine Position? Achso, der Raum. Ja klar, kennen wir schon. Dann machen wir hier mal auf. Dankeschön. Wollte schon sagen, über drei Räume? Nein. Ja, das scheint eine Zweiwand oder doch Dreiwand zu sein. Dreiwand, okay. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Mist. Bombenstandorte sind sicher. Ich sehe da schon eine Tür zu, das ist nicht gut. Mache ich gleich wieder auf. Okay, hier werden sie nicht ankommen. Klettern wieder am Dach hoch. Ist doch scheiße. Oder die klettern noch gar nicht hoch. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. War schon gar nicht mehr zu sehen in dem Moment, als da markiert wurde, aber wurde markiert. Ash haben wir jetzt auch. Ich will ja Grabschen gehen, aber wichtiger ist mir erstmal zu wissen, wer da so unterwegs ist. Bei Nomad wüsste ich schon mal. Guckst du mal auf diese blöden Lufthiebe. Oh, innen sind schon ein paar Kameras kaputt. Ob das jetzt Twitch war? Ausschließlich? Glaub nicht. Wie das immer so lange dauert, bis man da drücken kann. Ich drehe mal den Kopfhörer auf. Mann, schon so früh 2 gegen den Rest, da war eigentlich Grabschen gar nicht mehr wirklich drin. Hab nach kurzem überlegt, ob ich überhaupt auf Grabschtour gehen soll bei nur noch 2 verbleibenden eigenen Leuten. Dann habe ich dabei jemanden wahrgenommen und bin ich gleich da geblieben, aber ja. Ging auch schon mal gut los. Nomad habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Gut, wir haben schon mal Ibana. Und Finca, wird das eine reine Mädelsrunde? Ach, Jackal. So kann sich das Blatt wenden. Die Waffe. Puh. Da gerade noch die AK gesehen. Das ist ja die, die mir nicht so ganz schmeckt. Schwein gehabt. 4-mal Sprengsatz. Und 1-mal Rauch. 1-mal Rauch. Warum Rauch? Weil wir entschärfen wollen und niemand sehen soll, was ist. Aber dann schießen sie ja wild in den Rauch rein oder schmeißen sie 4.
Okay. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Kann man da eigentlich runter? Ja. Ist das Treppenhaus. Zwei sind noch unbekannt, noch kein Fallensteller, wobei Ella kann schon dazugehören. Guten Tag. 10 Sekunden. Da macht er auch zu, okay. 5 Sekunden bis Einsatz. Sieht aus, als ob hier ein Drohnenrad wäre, das da in der Bildmitte. Entschärfer ist jetzt gesichert. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Gut, lassen wir das erstmal, wenn da gerade jemand ist. Darum haben sie sich schon gekümmert, ist auch gut. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Aber erst nochmal gucken. Hat er sich jetzt vielleicht hinter den Tresen gelegt? Ich guck mal. Nee, hat er nicht. Fürst, Fürst. Hier will keiner rein, okay. Fensterchen. Der hat gefused, er hat Fuse gefused. Und wenn ihr da hinten wollt ihr rein, habt ihr euch um die Kameras gekümmert. Nein, um die natürlich nicht. Ich habe nachgeladen. Da ist noch keiner rein, da ist noch zu. Jakala den Entschärfer. Hier müssten wir erstmal etwas runtersegeln, bis wir die Treppen unter uns haben. Und hier wäre auch noch ein Fenster. Hier kommt man dann bei diesem großen Mittelraum raus, wo ich gerade mit Frau... mit Grabschrau war. Wo sind die jetzt rein, alle? Da hinten ist schon jemand. Okay, wenn hier unten jemand ist, dann gehe ich mal hier rein. Das ist nicht gut. Die Bombe wurde lokalisiert. Schnell wieder umschalten, weil es macht uns sehr sichtbar, dieser gelbe Laser. Entschärfer muss. Einer müsste eigentlich Montagne helfen. Entschärfer wurde zurückgeholt. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Hier war eigentlich noch jemand zu hören. Montagne ist jetzt alleine, scheiße. Hoffentlich hält er noch aus. Ich glaub's ja nicht, aber ich versuche noch zu ihm zu kommen. Er ist schon fast tot. Verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Gut, ich muss sie alle umbringen oder den Schärfer noch holen. Die wissen, wo das Ding ist. Schätze ich mal. Ist auch noch Stachel dort. Ich könnte noch einen Lufthieb auslegen. Und das wäre zu einfach. Ah, ein anderer hat mich umgebracht, nicht der gleiche, den ich umgebracht habe. Mein Team war erstmal zu unschlüssig, wo sie rein wollen. Da habe ich mich erstmal um die Kameras gekümmert, dann habe ich mich entschlossen, wo reinzugehen. Montagne auf einmal ganz flink. Ja, und so haben wir uns verteilt. Das war nicht so gut. Kapkan ist mittlerweile so mein Bombenkamerad. Wenn es heißt Bombe, dann gibt es ja mindestens 2 Türen. Da sind schon mal 2 Minen weg und dann gibt es bestimmt noch ein paar andere. Und es wird ja gerne mal einfach so durchgerannt, weil man sich sagt, ach, die paar Lebenspunkte, die Kapkan abzieht, nehme ich in Kauf. Oder man achtet einfach nicht drauf. Geht ja ganz schnell. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Okay, ist eigentlich egal, wo man es anbringt, kann beides kacke sein. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Hier werde ich nichts anbringen. Achtung. Haben eine Bombe gefunden. Hier denke ich, ist links eher niemand. Hier ist eigentlich auch wieder gleich. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Hier wurde vorhin die eine Kapkamine gefunden, von dem, der uns umgebracht hat. Womöglich kommen sie hier rein. Nee, dann lieber auf die Seite. Die
Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schnell zurück, ich habe noch zwei Wände und ich muss noch Kameras gucken. Da kommen sie nicht an. Da wird schon mal geseilt. Ein Rekrut, na toll. Bevor die oben sind und sich vielleicht über ein Dach verteilen. Ich glaube mal, die gehen da direkt rein. Mache ich erst nochmal zu. Leider nicht durchgehend. Gucke ich nochmal bei der anderen Kamera, die oben am Dach ist. Die ist noch da, aber da oben ist niemand. Nee. Hinten ist wer? Ibana, der Rekrut ist schon weg. Da ist Ibana wieder. Kamin sind alle weg. Da guckt er schon hin. Hier könnte ich mich am Tisch rumeiern. Hier kann man nicht durchschießen. Nee, ist Metall. Könnte ich mich zur Not hinlegen, dann so. Guck, und dabei sterben. Hallo, Hammermann. Kriegst gleich C4 ins Gesicht. Pass auf, die haben ja. Ja, die haben noch zwei Fragezeichen. Ich schmeiße jetzt C4 und die haben noch Montagne. Ja. Aber wenn ich jetzt Alibi hatte, könnte ich mich hier schön hinstellen. Okay, der Hammermann ist immer noch da. Die Mine hat er noch nicht gefunden. Oh nein. Matte ist weg. Über den Haufen geflogen. Die Matte hatte geachtet, aber nicht auf die Mine. Den müssen wir jetzt finden, zu zweit. Ich habe leider keine Drohne zum Gucken. Entschärfer aufgespürt. Ich lade nach. Sofort zerstören. Nein. Nicht. Ja gut, ich habe ihn abgelenkt. Hoffentlich reicht das für Frau... Jawoll. Frau Frost, ne? Ja. Gestorben und... ihn sehr abgelenkt, sodass er nicht mehr zu Frau Frost konnte. Super. Noch besser wäre es gewesen, ich hätte ihn einfach umgebracht, aber solange das Ergebnis stimmt und die nicht hier mit einem 0-3 rausgehen, ist es gut. Schmeißt halt eine Granate rein, der Hammermann, aber nicht in die Tür. Hat sich wohl gesagt, ach, die Willkommensmatte, die schieße ich schon kaputt. Und den Rest kennen wir. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Schuhe, ich komme. Hallo. Hier ist keine Bombe, okay. Hier ist ein möglicher Bombenplatz, die Cafeteria. Fährt jemand hoch? Wir sollten alle hochfahren. Alibi haben sie. Oh nein. Vigil. Der ist ja auch irgendwo in der Nähe. Ein Fragezeichen noch. 11 Sekunden. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Das war Alibi, ne? Ja. Da steht sie auch schon wieder. War das gerade Ella? Ist da gerade Ella durchs Bild gerannt? Entschärfer ist jetzt gesichert. Hm. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Dachte schon, sie will ja irgendwie zielen. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. In der Nähe vom Hammam ist jemand. Ich lade mein Magazin. So, die hat mal weg. Kein Fallensteller. Na gut, wir können, wie der umgekippt ist, könnten Alibi, die Hologramme, frühzeitig entdecken. Wenn ich mal durchgucken würde. Na was? Der hat doch schon, Alibi hat doch schon vorgeschossen, vorgehalten. Ist hier eine Kamera, Frau Kamera? War das doch nicht Ella? Sie muss ja schon geschossen haben. Ja, sie hat schon geschossen, einfach mal so drauf.
Weil markiert war ich nicht. Der hat einfach mal auf gut Glück geschossen und hat getroffen. Ja, Ella war's. Scheiße, ey. Wir sind noch gar nicht drin und schon sind wir fast tot. Wer hängt denn da über die, übers Geländer? Ja, das machen die klar. Das gerade eben war ein Ausrutscher, dieses wir machen den Anschlusstreffer zu 1-2. Da ist jemand in der Nähe von Ibana. Stapft jemand. Da ist jemand durchgegangen. Warum pinkst du dann? Du bist letzter. Aber sie greift zwei ab. Zwei Minuten, also ich würde jetzt irgendwo entfernt reingehen. Ich würde hinten diagonal links reingehen. Hier lauern die jetzt. Das ist Quatsch. Mit zu wenig Lebenspunkten. Wie heißt das so schön? Als Zuschauer weiß man immer alles besser. Stacheldraht? Doch nicht. Ich habe es ja letztens auch recht schnell gemerkt. Favela mit Kapkan einen Lebenspunkt, wie kacke meine Aktion war. Da bin ich selbst ganz schnell in den Zuschauermodus gekommen. Was hat denn der da vorne an seiner Schrotflinte? Ganz rechts. Sah aus wie eine Mündungsbremse. Eine Runde. Naja. Fürs Team in einer Runde geopfert, aber geholfen hat es in der Endabrechnung nichts, aber hat sich gut angefühlt, etwas Nützliches tun zu können. Ein nützlicher Tod. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.